Wir brechen relativ früh morgens hier aus Köln, Köln auf, ja, dann Richtung Flughafen. Ich glaube, dann fliegen wir nach Salzburg, habe ich gerade mitbekommen. Und dann geht es nochmal mit dem Bus weiter. Dann ist erstmal, ich sag mal, das große Zurechtfinden im Hotel, weil es ja dieses Jahr auch eine neue Anlage ist und nicht wie in den letzten Jahren Donaueschingen. Ole, Elias Bakatukanda. Dejo. Sei da gut hergekommen. Wir sind sehr gut hergekommen. Schön, dass du auch da bist. Erster Eindruck vom Hotel, wie gefällt's dir? Ja, mir gefällt's richtig, richtig gut. Also ich fühle mich sowieso wohl in Österreich. Danke. In Ruhe Mittagessen, kurz ankommen, Zimmer beziehen und dann geht's gleich direkt schon auf den Trainingsplatz. Wie heißt du denn? Jupp. Der Jupp. Wie soll das auch anders sein? Kommst du aus Köln? Mumfeld, 30 Kilometer von Köln weg. Wie viel des Trainingslagers ist das von dir? In all meinen Jahren das erste. Wie kommst du, dass du jetzt dieses Jahr gesagt hast, ich fahre mal mit den FC-Jungs mit? Weil das immer mal mein Wunsch war zu fahren und dieses Jahr hat sich das einfach so ergeben. Bin sehr zufrieden und begeistert. Was erwartest du dir dann von den paar Tagen hier im Trainingslager? Schöne Erinnerungen, Unterschriften und ich möchte die Jungs da mal lochen sehen. Dich habe ich heute schon ein paar Mal gesehen. Grüß Gott. Du bist ja sogar im Outfit, ne? Wie ist denn dein Name? Sascha. Kommst du aus Köln oder von wo bist du? Ich bin in Köln geboren, lebe aber seit 7 Jahren jetzt in Lermus, Tirol. Also hier vielleicht sogar die kürzeste Anreise gehabt? Wahrscheinlich, ja. Und dann hast du gesagt, wenn es so um die Ecke ist, jetzt endlich mal, komme ich auch mal zum Trainingslager. Auf jeden Fall das. Und meine Frau hat mich überrascht, weil ich heute Geburtstag habe. Alles Jode. Ja, danke schön. Kai, grüß dich. Du bist FC-Fan, sehe ich. Seit wann? Seitdem du geboren bist. Seitdem ich geboren bin. Beim FC hat man ja keine Wahl. Es ist wie bei den Eltern, also die kann man sich nicht aussuchen und den Fußballverein kann man sich nicht aussuchen. Linton, erste Einheit hier in Österreich hinter dich gebracht. Was machen die Muskeln? Ja, man merkt schon ein bisschen was von den ersten 2-3 Tagen, aber heute war ja ein bisschen locker zum Reinkommen, am Platz gewöhnen und es war ganz gut. Hat dir irgendeine Übung gefehlt? Ich habe jetzt keinen Torschuss gesehen, kein Dribbling, deine Paradedisziplin. Was ist da los? War alles gut. Wie gesagt, man merkt von den letzten Tagen ein bisschen was, deswegen war es ganz gut, dass wir ein bisschen Eck gespielt haben und ein bisschen runterkommen. Wen wünschst du dir denn als nächstes vor die Kamera hier von den Jungs? Jeff Chabot. Jeff, ne? Jeff Chabot. Komm du doch auch mal zu mir. Chabot. Komm. Jeff. Wie findest du es denn so? Bist du zufrieden mit der ersten Einheit? Ja, sehr zufrieden. Essen hat geschmeckt? Ja, war super. Gut. Ich merke schon, die Jungs sind komplett fertig vom Training. War so anstrengend? Nee, war gut heute. Gute Einheit. Hat Spaß gemacht. Ab wann dürft ihr dann hier mit den Medizinbällen die Berge hoch? Weiß ich schon nicht, ne? Aber Medizinbälle. Gibt's ja nicht. Danke. Tag 1 neigt sich jetzt dem Ende. War dann doch ein langer Tag. Heute Morgen noch in Sülz am Geisbockheim gestartet, dann hier rüber geflogen. Jetzt die erste, bisschen sanftere Einheit hinter sich gebracht. Und jetzt geht's dann in Richtung Hotel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den zweiten Tag wieder mit vielen, vielen FC-Fans, die hier mitgereist sind nach Mariaalm. So, erstmal muss man sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Ort, es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich glaube, wenn sich das hier anguckt, das kann man wirklich annehmen und auch genießen, auch wenn das Wetter vielleicht bewölkt ist. Ich glaube, für die Jungs ganz angenehm. Und was das Angenehme in so einem kleinen Ort ist halt, du siehst ab und zu mal was, selbst wenn du abends spazieren gehst. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Gucken wir mal, dass es am Ende auch noch so ist.